Was inspiriert mich zu meiner Malerei? Meistens sind es die kleinen Dinge, wie ein Wassertropfen, dem Licht sich spiegelt, oder das Blattgrün der Bäume, oder einfach der Himmel mit den ziehenden Wolken. Das war auch ein Impuls für dieses Bild hier. Da hat mich der Himmel, das Licht, dieses Hellblau so fasziniert, dass ich es ja mit meinen Farben so abstrakt darstellen musste. Ich male mit Acrylfarben und benutze hauptsächlich Leinwand und Holz als Malgründe. Auf diesen Malgründen kann ich sehr gut arbeiten. Sie sind für mich Experimentierfelder, die auch eine gewisse Rauheit aushalten müssen. Ich trage Farben mit Malspachtel, Pinsel oder mit den Händen auf. Nehme den Farbauftrag wieder weg, trage neue Farben auf, lass etwas davon stehen und trage wieder ab. Es ist ein Hin- und Herpendeln zwischen Vor- und Zurück. Ich scheue mich auch nicht, das Bild in den Garten zu tragen und dem Regen auszusetzen oder mit viel Wasser zu bearbeiten. Durch Kratzen mit Bürsten werden Farben wieder abgespült oder an anderer Stelle aufgetragen oder auch hingespült. Die Fläche soll gelebt aussehen. Es geht mir dabei darum, eine Vielschichtigkeit und Transparenz zu erzeugen. Es soll so eine Tiefe im Bild entstehen oder ein neuer Bildraum zu entdecken sein. Ich trage viele Schichten auf und möchte damit gleichzeitig auf die Vielschichtigkeit auch im Leben hinweisen. Die vielen Farbschichten sind meist verdeckt und sind doch tragend für mein Werk. Am Ende meines Schaffensprozesses steht oft ein Werk, das reduziert ist. Ich habe alles hineingemalt und bin in meiner Ruhe. Wenn ein Bild anspricht, berührt und eine Resonanz erzeugt, entsteht eine Beziehung. Es wird persönlich. Etwas im Innern des Betrachters wird angesprochen. Es braucht gar nicht in Worte gefasst zu werden. Vielleicht werden auch manche Stimmungen, die ins Bild umgesetzt wurden, erspürt. Schön und belebend ist eine solche Betrachterbeziehung. Und es freut mich, wenn ein Bild ausgesucht und mit nach Hause genommen wird und weiter Freude bereitet. Interessiert Sie meine Kunst und meine Bilder? Dann kommen Sie gerne auf mich zu.